So, nach diesem schönen Verrat, den ich ja eigentlich schon vorausgesagt hatte in der letzten Folge, ja, bin ich einfach mal gespannt, wie wir überhaupt rauskommen wollen. Zimmer. Ja. Ich lasse mal bloß. Er hat mir ja schon ungefähr gezeigt, wo es jetzt hingeht. Aber erstmal müssen wir da überhaupt hochkommen. Wo geht's eigentlich hier lang? Ist doch nicht einfach nur ein Hohlraum, oder? Hä? Weiß nicht, wofür dieser Raum da sein soll, muss ich sagen. Hoppala. So. Aha. Sehe ich ja jetzt erst. War sogar hell erleuchtet, ja? Ja, Glückwunsch, Julian. Jetzt habe ich es wieder geschafft, den falschen Weg zu laufen. Da oben geht es raus. Geht das? Ich muss mal eben was probieren. Oder kann ich hier so rumlaufen? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich auch dürfen? Oh. Sollte so nicht. Komm, Lampe. Kommen wir nicht. Komm, hä? Wieso kommen wir eigentlich nicht an die Lampe ran? Hoppala. Nee. Moment mal. Sie hält sich auch gar nicht hier fest, ne? Das ist auch voll doof irgendwie gemacht. Ja, das ist ein bisschen scheiße jetzt, ne? Moment mal. Gut, dass ich dafür eine extra Folge gewidmet habe, ne? Es zieht sich ja dann doch irgendwie länger, als ich es mir gedacht hatte.
Ja, die Muskel muss man erstmal haben, ne? Warte mal. Okay, alles klar. Sehr gut. So. Wunderbar. Alles klar, Musik hört da einfach mal komplett kurz auf. Oh, 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 no. Boah. Oh, ist deine Jackdaw entflogen, Edward? Das ist das Schöne an der Demokratie. Die Masse überstimmt den einen. Hey, du könntest mit mir segeln, doch. Bei deinem hitzigen Temperament verbrennen wir uns alle noch die Finger. Doch zum Glück ist des Königs Kopfgeld für dich ausgesprochen hoch. Und ich werde es kassieren. Hast du je einen jamaikanischen Kerker von innen gesehen? Hast du? Ja, das ist jetzt natürlich sehr, sehr problematisch, ne? Sehr, sehr miese Sache. Mal gucken, wo wir aufwachen. Na super. Okay. Stabiler Fernseher, würde ich mal sagen. Also darauf lässt es sich zocken, ne? Wie geht es Ihnen? Ihre Unruhe geht bald vorbei. Das liegt am Wiederzulaben. Das alles tut mir sehr leid. Aber es gab so viele Sicherheitsverstöße, dass wir drastisch durchgreifen mussten. Und Olivier wird vermisst. Er fuhr vor 2 Tagen nach Chicago, aber niemand weiß, wo er ist. Ich weiß, es scheint übertrieben, aber bei unserer hohen Sicherheitsfreigabe sind wir unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Ich verspreche, wir entschädigen Sie, wenn der Hacker gefasst ist. Entspannen Sie sich, okay? Und wenn Ihnen danach ist, sammeln Sie weiteres Material. Ihre Arbeit ist hervorragend. Sie werden staunen, was wir aus Ihrem Material gemacht haben. Bis dahin. Nett. Diese Templer da oben überlassen nichts dem Zufall. Ich schätze, wir müssen alle Spuren verwischen, die du hinterlassen hast. Ein Glück,
Ich glaube, ich habe dir gerade Sicherheitsfreigabestufe 3 verpasst. Jetzt geh rüber zum Security-Raum und beobachte die Tür zur Serverfarm mit den Kameras. Leider ist Melanie gerade da drin und sobald ich sie rausbegleite, kannst du ungeniert loslegen. Ich würde die Server ja selbst löschen, aber als Chef der IT wäre ich Hauptverdächtiger. Es muss jemand sein, den sie bereits eingesperrt haben. Ah, diese Templer. Sie steuern unser Leben, weißt du? Sie entscheiden Wahlen, kontrollieren diverse Kapitalmärkte und pflanzen uns winzige Mikrochips ein, damit sie wissen, wo wir sind und was wir denken. Sehr beängstigend. Hey, du weißt, dass du eigentlich eingesperrt bist, ja? Es ist kein guter Plan, nach oben zu gehen. Dann laufen wir halt nochmal zurück. Ist halt dann so. Also gut, hör zu, ich betrete jetzt den Serverraum. Wenn wir den Raum wieder verlassen, gehst du rein. Der Desmond. Aha. So. Warte mal. Moment mal, Tutorial öffnen. Aktuelle ausgewählte Zahl. Woran erkenne ich das? Mögliche Werte der Zahlen. Ach so. Aha. Aha. Okay, alles klar. Ist ja gar nicht dann so schwer. Muss halt nur eine Weile probieren. Test Mikrofons. Aha. Sie müssen wirklich nicht selbst hier runterkommen, Miss LeMay. Mein Team wird diese Untersuchung durchführen. Aber Sie können doch jede Hilfe gebrauchen, John. Wir wissen nicht mal, wann die Hacker einbrachen. Das kann einige Wochen dauern. Eine, höchstens. Trotzdem zu lang. Ich kann mein Team nicht eine Woche einsperren. Rechtlich gesehen schon. So steht es in den Verträgen, auch wenn viele sie nicht lesen. Ja, natürlich, aber mir gefällt das nicht. Also, wie geht's weiter? Mein Team bereitet gerade die Daten vor. Heute Nacht beginnt die Analyse. Ehrenwort. Kaffee geht auf mich, okay? Dass wir so benutzt werden, eigentlich ist ja auch eine miese Sache, ne? Alles klar, hab mich am Kaffeestand abgesetzt. Finde den Server mit den Netzwerklogs. Da ich jeden einzelnen deiner Hacks protokolliert habe, suchen wir nur nach dem Zeitstempel darauf und tauschen die Daten gegen etwas Harmloses. Ist ganz einfach. Ich aktualisiere deinen Kommunikator mal wieder. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, genau für diesen Zweck. Na also, das hat wohl geklappt. Probier es aus. Aha. Schon besser aus. Ja. Aha, okay. Na, wie gesagt, man muss da einfach nur hinschauen. Dann läuft das. Zugriff auf Serverdaten. Der will da Scheiße bauen, der Dude, ey. Thank you.
Das ist aber ganz doof. Da bin ich jetzt nicht so gut drin, ne? Also, ich bin da wirklich nicht gut drin. Seht ihr ja. Hallo? Leute, ich bin wirklich ziemlich scheiße da drin. Hä? Das ist ein Witz. Hä? Och nö. Oh ey, das ist ein Witz jetzt. Folge hatte so eine schöne Länge und jetzt verdattel ich das. Hö. Übrigens, ne, ich spiele privat solche Spiele tatsächlich nicht. Merkt man vielleicht. Vielleicht merkt man das, Lul. Ich krieg's halt gar nicht hin, also so wirklich gar nicht, ne? Ach mein Gott. Scheißprogramm hat der gemacht. Ey. Was ist das für ein Scheiß? Ich stelle mich jetzt echt als blöd dar, aber das ist, für mich ist das echt nicht einfach. Ich tue jetzt auch nicht so, ne? Also. Ich versuche das gerade echt irgendwie hinzukriegen. Das ist gar nicht so einfach. Och komm. Alter, jetzt lasst mich ruhig damit zu. Ich möchte das nicht nochmal im Leben machen. Puh. Meine Güte.
Aha. Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regeln oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Habe ich das gerade beendet mit einer Taste drücken? Ich glaube, ich hatte das gerade aus Versehen weggemacht. Wir gucken uns das einfach jetzt nochmal an, ne? Wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Man fängt das eigentlich bei 2 an, WTF? Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regeln oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Es gibt nur Verrat, Meuterei, Grausamkeit und Ausschweifungen. An goldenen Stränden wartet reiche Beute. Riskieren Sie Ihr Leben und Ihre Seele, um diese Piraten zu bekämpfen. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vain und Black Bill. Aha. Powered by Abstergo. Aha, okay. WTF? Ich kann dich fühlen, Silver. Fühlen. Aber kaum berühren. Das Signal ist zu schwach und ich bin zerstreut. Unkonzentriert. Ein Rauschen im Nebel. Schwebe in Netzwerken und Knoten. Im Nervensystem dieser Welt. Hörst du sie? Vielleicht wurde der Tempel zu früh geöffnet. Doch wir hatten keine Wahl. Die Katastrophe übertönte alle Zweifel. Oh. Wir segnen den armen Desmond. Er gab sein Leben, damit ihr, die Kinder unserer Mühlen, leben könnt. Um euer Ziel in unserem zu erfüllen. In meinem. Doch noch ist es zu früh. Meine Kräfte reichen nicht, um ein lebendes Wesen zu bewohnen. Es ist noch viel zu tun. Mehr Proben zu entnehmen. Mehr Artefakte zu finden, bevor mein Wille Wirklichkeit wird. Was ist da los? Sag schon! Vervollständigt mich meine Kinder. Meine Instrumente. Holt mich hervor und erfüllt euren Zweck. Nein, nein, nein! Ihr nimmt was nicht! Verflucht nochmal! Ich sollte da sein! Jetzt! In deinem gottverdammten Schädel! Fuck, 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 fuck! Warum hat sie dich verschont? Warum bist du noch da? Tja, das ist jetzt aber doof, ne? Das war's dann wieder komplett, ja? Warum denn so? Ja, das finde ich doch schon besser. Weil die Folge hat schon ziemliche Überlänge. Bunker Buddies habe ich gerade als Erfolg freigeschaltet. Bunker Buddies, Junge. Es kommt locker noch ein Filmchen. Die Anklage, Sir, verlässt sie erneut. Milord, das königliche Gericht beschuldigt die Angeklagten, Mary Read und Anne Bonnie, seeräuberisch, verbrecherisch und auf böswillige Art Angriffe und Überfälle auf 7 Fischerboote verübt zu haben. Zweitens, das Gericht legt den Angeklagten zur Last, auf hoher See 2 Handelsschiffe verfolgt, beschossen und gekapert zu haben. Kapitäne und Mannschaftsgrade wurden dadurch in Todesangst versetzt. Edward James Kenway, geboren aus einer Mischehe in Swansea, Vater Engländer und Mutter aus Wales. Mit 18 verheiratet mit Caroline Scott,
inzwischen getrennt. Eine bildhübsche Frau, wie ich höre. Aber nicht wohl auf dieser Tage. Wenn ihr sie anrührt, ihr Bastarde, ich... Es überrascht mich, dich hier zu finden, verwahrlost in einem jamaikanischen Loch. Man erzählt sich, du hättest dich mit dem Piraten Roberts eingelassen. Wenn du weißt, wo das Observatorium ist, sag es uns und wir holen dich unverzüglich hier raus. Rogers kann diese britische Nunde eine Weile zurückhalten. Doch kooperierst du nicht, wird das dein Ende sein. Ihr Mary Read und Anne Bonny, geht demzufolge dorthin zurück, wo ihr herkamet. Und von dort dann zum Auto eurer Hinrichtung, wo ihr dann einzeln gehängt werden sollet. Bis ihr kommet zum Tod. Tod, Tod. Oh, Rotz. Möge Gott in seiner endlosen Gnade sich eurer Seelen gnädig erweisen. Wir sind schwanger. Habt ihr das alle gehört? Zum Teufel, was sagt sie da? Sie plädieren auf ihre Bäuche, Milord. Ei, aber ihr dürft doch keine schwangere Frau hängen, oder? Ruhe! Ruhe! Wenn ihr die Wahrheit sagt, wird eure Hinrichtung ausgesetzt, jedoch nur, bis ihr ausgetragen habt. Dann lasse ich mich wieder schwängern, wenn ihr das nächste Mal anklopft. Entfernt sie! Er heißt Walpole, oder? Walpole? Wie kommst du darauf? Das erzählt man sich eben. Der dümmste und dreckigste Pirat, der je in der Karibik kreuzte. So, auf jeden Fall würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Das ist ein bisschen, ja, lang schon. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge von Assassin's Creed. Und ja, ich würde sagen, bis dann, macht's gut und bis dann.